Moin Leute, willkommen im Buhland. Im heutigen Video geht es um das Thema Samsung Gear Sport. Ich habe die jetzt 3 Wochen ungefähr im Einsatz gehabt. Zeit für so das abschließende Review. Taugt die Uhr was, taugt sie nicht? Lohnt sich die Investition? Sollte man lieber zu günstigen Alternativen greifen? Das wird es jetzt heute im heutigen Video geben. Eins kann ich jetzt vorab schon sagen. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich benutze die Uhr. Ich werde es auch weiter benutzen. Aber wie gesagt, mehr seht ihr gleich im Detailvideo. Bis gleich. Ciao. Ja, zu den technischen Specs von der Samsung Gear Sport muss man eigentlich nicht allzu viel sagen. Da ist ein Exynos CPU drin, ein Dual Core, 768 MB RAM, 4 GB interner Speicher. Davon kann man eigentlich auch so ungefähr 3 GB nutzen. Ansonsten haben wir hier so ein 1,2 Zoll Display. Was die Pixeldichte angeht, sind das irgendwie 360x360. Hier in dem Fall haben wir auch Gorilla Glass 3, also ich sollte der ein oder anderen Kratzer vorbeugen. Sonst vom Gewicht 50 Gramm sind es ohne Band, mit dem Standardband, was ich jetzt hier nicht mehr habe, sind es irgendwie 65, 66 Gramm. Ansonsten haben wir hier noch GPS und GLONASS, das ist ganz nett, dass man halt sozusagen beide GPS-Systeme zur Verfügung hat und einen 300 mAh starken oder kleinen Akku. Aber dazu sage ich später noch ein bisschen was. Was die Akkulaufzeit angeht, da wird ja hier damit geworben, ich glaube, es sind auch auf der Seite, Samsung-Seite, 4 Tage ist die Rede, das kann ich eigentlich soweit bestätigen. Also 4 Tage komme ich mit meinen Standard-Settings eigentlich wunderbar über die Runde, das heißt, Always On ist deaktiviert. Wenn ihr das aktiviert, könnt ihr gleich mal einen Tag abziehen, was die Akkulaufzeit angeht. Und ansonsten ist natürlich, wie gesagt, immer sehr abhängig, was für ein Watchface man benutzt, wie viel Bewegung da drin ist, wie häufig man das Display an- und ausmacht, wie viele Benachrichtigungen man anhat. Das ist, glaube ich, so die Hauptthemen, gerade die Benachrichtigungen. Aber so mit meinen Settings, die ich immer habe, so Minimum an Benachrichtigungen und so, funktioniert das eigentlich ganz gut. Was ja noch ein sehr wichtiges Thema ist, ist ja das Thema GPS. Man kann ja hier auch, sag ich mal, Aktivitäten starten und dann auch noch das per GPS nutzen. Und da kann man ungefähr so als Faustregel sagen, naja, ungefähr 10% Akkuleistung geht hier drauf, wenn man eine Stunde trainieren geht, also mit GPS trainieren geht. Das sollte man mal so im Hinterkopf halten, aber man schafft eigentlich auf jeden Fall einen Marathon. Eine Sache in Sachen Akkuleistung, die komplett daneben war, war wieder das Thema Spotify. Es wird ja sehr damit geworben, dass für Tizen 3.0, dass man da auch Spotify nutzen kann. Ich habe es jetzt mittlerweile nicht mehr drauf, weil das halt, wie gesagt, ein richtiger Stromfresser war. Da war einfach das Problem, ich blende euch einfach mal ein Bild ein, da wurde einfach die Akkulaufzeit so dermaßen kastriert, dass man halt irgendwie eigentlich so ziemlich jeden Abend das Gerät aufladen musste. Das sollte man mal im Hinterkopf behalten, wenn man Spotify nutzen will. Wenn man jeden Abend das Ding an die Steckdose stecken will, dann ist das eigentlich wurscht. Aber wer 3-4 Tage das Ding nutzen will, der sollte kein Spotify installieren. Nur mal so viel bei dem Thema. An der auch noch ein weiteres Thema, um Strom zu sparen. Und zwar, weil wir gerade dabei sind, was das Thema Akkuleistung angeht. Ich hole gerade mal hier die Samsung Health App raus. Das ist ja die App, über die alles gesteuert wird. So, da gibt es nämlich in der Samsung Health App eine Option. Und zwar, wenn man auf die Schritte geht, dann kann man nämlich hier oben auswählen, Anzeige ihrer Schrittzahldaten. Und da kann man das so einstellen, dass man sowohl von seinem Smartphone als auch von seiner Uhr die Schritte zählt. Und das sollte man deaktivieren, sonst schluckt nämlich diese Samsung Health App tierischen Strom sowohl auf der Samsung Gear Sport als auch auf dem Handy. Also da muss man einmal das Mobiltelefon aktivieren, dann zeigt er nur die Schritte vom Mobiltelefon und dann muss man das wieder deaktivieren und dann Gear Sport und dann sollte das irgendwie dann sozusagen nur noch von der Gear Sport tracken und dann spart man sich damit auch eine Menge Strom. Also da den Tipp auf jeden Fall schon mal bei Gelegenheit, wenn wir schon dabei sind. Machen wir mal weiter. Was glaube ich auch noch ganz interessant ist, ist nämlich das Display. Man hat ja ein Smartphone, weil man ein Display hat. Und wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, 1,2 Zoll Display haben wir hier drin. Ist ein bisschen kleiner als bei der Gear S3, aber merkt man wirklich nur, wenn man die Dinger nebeneinander gelegt hat. Und das Display ist, wie man es von Samsung kennt, eigentlich wieder ein sehr feines Stück. Und gerade, weil es glaube ich auch wieder ein AMOLED ist, hat man hier auch in Sachen Helligkeit keine Probleme. Ich habe das zum Beispiel jetzt immer so auf 3 oder 4 laufen, aber da ist gerade für draußen noch richtig viel Reserve. Also wenn man draußen in der prallen Sonne ist, so muss man es so auf 7, 8 stellen. Aber so im Alltag habe ich es immer auf 3, 4 und das reicht locker. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Und wie gesagt, von der Qualität ist es echt top. Hier gibt es keinen Flat Tire unten und sowas. Also ein sehr feines Stück Technik. Eine Sache, die euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich hatte das letzte Mal ja noch die Samsung-Bänder dran.
Die finde ich auch hier wieder ziemlich grützig. Ne? Ich meine, die Verarbeitung der Uhr selber, also des Korpus, ist eigentlich sehr fein. Auch wieder die Lünette, die Knöpfe und so, alles so, wie es sein soll. Aber diese Bänder, die fand ich überhaupt nicht angenehm. Da hatte ich mich wieder das Problem hier am Armgelenk. Ne? Da nämlich dieser Verschluss, dieser Doppelverschluss war, der hat dann regelmäßig immer so Abdrücke hinterlassen und irgendwann hat man dann so richtige Hautirritationen gehabt. Deswegen habe ich mir da einfach für 15 Euro so wieder so ein Milanese-Band geschossen, 20 mm. Ja, und damit flutscht das jetzt wieder. Und dann gibt es auch keine Probleme, was das Handgelenk angeht oder so. Also nur an der Stelle der Hinweis. Ansonsten bin ich mit der Qualität wieder sehr zufrieden, kann man nichts sagen, was das Thema angeht. Was natürlich jetzt aber auch viel interessanter ist, ist natürlich so, wie läuft es denn mit Tizen? Ne? Jetzt haben wir jetzt hier Tizen 3.0 drauf, bei meiner GS3 hatte ich damals noch 2.3 drauf und auch hier ist auch weiterhin das Thema, das rennt. Egal, was Widgets angeht, was die Menüs angeht, was die Reaktion angeht und so, das macht richtig Spaß und so stellt man sich das, sage ich mal, bei einer Smartwatch vor. Vergleichbar ist es wahrscheinlich nur mit einer Apple Watch, wenn man es unter iOS nutzt oder sowas, aber das macht richtig Spaß und das ist auf jeden Fall immer noch eine tolle Sache und ich hoffe, dass Samsung da den richtigen Weg geht. Ansonsten gibt es ja, sage ich mal, den Galaxy App Store und ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze da quasi gar keine Apps. Ne? Also das sind alles hier die Standard-Apps, die dabei sind und sonstige Apps, die ich installiere. Ich hatte ja mal Google Maps vorgestellt und sowas, das ist auch so, ja, so durchwachsen. Das sind alles irgendwelche Third-Party-Tools und sowas und die funktionieren nicht so richtig. Aber letztendlich braucht ihr die eigentlich nicht, weil ihr könnt ja auch, gerade wenn ihr Sport machen wollt, habt ihr ja hier, sage ich mal, ziemlich viele Möglichkeiten schon von Haus auf über die Samsung Health App, dass ihr dann hier ne, beim Trainieren zum Beispiel einfach eure Sportaktivität auswählt, zum Beispiel gehen, ja, dann sucht ihr GPS, dann macht man gehen, starten und dann misst ihr den Puls und dann sieht das dann, ich zeige das mal auf, hier sind die automatischen Aktivitäten und wenn man das dann mal aktiv trackt, dann kann man dann auch auf der Uhr zum Beispiel hier so Sachen sehen wie, ne, wie war der Pulsbereich, die Geschwindigkeit, ne, dann kann man hier auch weiter unten noch die Strecke sehen, wo ist man lang gelaufen und so. Ihr seht jetzt die Karte nicht, weil es so hell ist, aber hier wird auch noch die Karte angezeigt, über die ihr dann natürlich auch noch in der App selber euch anschauen könnt. Also Tizen selber finde ich auch weiterhin noch momentan auf jeden Fall empfehlenswerter als Android Wear oder Wear OS oder wie auch immer es momentan heißt. Ja, was aber noch jetzt interessant ist, ist das Thema, wie sieht es denn im Alltag aus? Ne? Sportaktivität hatte ich schon angesprochen. Da ist man, sage ich mal, sehr an der Samsung Health App an die gebunden. Ne? Und ja, es ist nicht die beste Sport- und Fitness-App, aber es ist aber auch nicht die schlechteste. Also man kann damit durchaus arbeiten. Und auch die ganzen Aktivitäten, die ich gerade schon gezeigt habe, die kann man eigentlich ziemlich gut nutzen und mit denen kriegt man dann eigentlich einen ziemlich guten Überblick, was man tatsächlich so an Aktivitäten gemacht hat und so. Also das ist auf jeden Fall ganz fein. Was die Bluetooth-Verbindung angeht, was diese Aktivitäten angeht, haben wir hier dasselbe Problem wie bei der GS3. Sobald ich hier aus dem Zimmer rausgehe, keine 5 Meter entfernt, ist die Bluetooth-Verbindung schon wieder weg. Das ist echt ärgerlich. Da hat es jetzt auch nicht wirklich was getan, aber damit muss man wohl zurechtkommen. Ein weiteres Thema, was ja für viele Leute interessant ist, ist ja das Thema Steps oder der Schrittzähler und da muss ich auch sagen, von der Entfernung, die hier angezeigt wird und auch gemessen wird, funktioniert das eigentlich ziemlich gut und ziemlich nah an dem, was man tatsächlich schafft. Es ist auf jeden Fall kein Schrittzähler, der ziemlich hohe Zahlen verursacht. Es gibt ja manche Schrittzähler, die reagieren ja bei jedem Mist, sage ich mal, und da hat man dann am Ende vom Tag 20.000 Schritte, hat man hier nicht, hat aber dafür dann doch relativ realistische Zahlen. Eine Sache, die überhaupt nicht funktioniert hat für mich, war hier der Etagenzähler. Es gibt ja, hier ist ja auch ein Barometer eingebaut. Und dann, damit kann man normalerweise dann auch die Etagen, also die, wie viele Etagen man genutzt hat. Und das funktioniert leider überhaupt nicht. Also ich gehe bestimmt 20, 30 Etagen am Tag hoch und runter und der trägt mir dann nur ziemlich Mist. Also ich weiß nicht, ob ich da ein Montagsgerät habe oder ob das ein generelles Problem von der Gear Sport ist. In der GS3 hat es definitiv besser funktioniert. Also wenn ihr da draußen zufällig einen Samsung Gear Sport habt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mit dem Barometer und dieser Etagenzählerfunktion ein Problem habt. Würde mich mal interessieren. Ja, ein weiteres Thema ist das Thema GPS. Hatte ich ja gerade schon ein bisschen gezeigt, sage ich mal, bei den Aktivitäten, die ihr mittreten könnt. Ihr könnt ja, wie gesagt, Sportaktivitäten samt GPS-Tracking ohne Smartphone machen. Und ich muss sagen, das hat hier eigentlich ziemlich gut funktioniert. Da hatte ich im Gegensatz zur GS3, wo ich ja immer wieder so Ausreißer hatte, wo dann halt immer auf der Karte so Zickzack-Wege mitgetrackt wurden
und dadurch dann halt auch die Strecke verfälscht wurde. Das habe ich hier überhaupt nicht gemacht. Das war eigentlich alles ziemlich smooth, ohne Probleme. Auch der GPS-Empfang jetzt hier in der Wohnung funktioniert sehr viel besser. Das war bei der GS3 auf jeden Fall anders. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass jetzt, glaube ich, diesmal GLONASS mit dabei ist und das letzte Mal ist, glaube ich, bei der GS3 nur GPS gab, wenn ich mich recht in Erinnerung habe. Aber also GPS-Tracking funktioniert auf jeden Fall. So, jetzt bin ich eigentlich schon so fertig mit meinem vorläufigen Fazit. Jetzt stellt sich die Frage, lohnt sich diese Investition? UVP von der Samsung Gear Sport ist wie bei der GS3 irgendwie rund 350 € abseits von Gut und Böse. Für den Preis würde ich sagen, nee, da würde ich mir lieber als Sportenthusiast dann wieder eine Garmin Fenix irgendwas holen oder so. Damit werdet ihr wahrscheinlich mehr Spaß haben. Aber mittlerweile ist ja der Preis eher so bei 220 bis 250 € je nach Angebot. Wenn ihr im Amazon Warehouse schaut, kriegt ihr die teilweise auch noch für 200 gebraucht mit verkratzter Packung. Also das ist durchaus, sage ich mal, was man zahlen kann. Und insbesondere ist es auch weiterhin meiner Meinung nach die gemeinsam mit der GS3 und der GS3 Frontier sind das so die besten Android-Smartwatches meiner Meinung nach, die es momentan auf dem Markt gibt, die halt wirklich so als Allrounder nutzbar sind. Und insofern ist es toll, man kann darüber benachrichtigen, empfangen, man kann auch direkt von der Uhr benachrichtigen, wieder beantworten und schicken und sowas. Das ist auch ganz nett. Und ja, also insgesamt wieder eine schöne, solide Smartwatch, die ein bisschen kleiner ist. Also wer mit dem GS3 zu groß war, der wird ja hier auf jeden Fall was mit anfangen können. Aber ansonsten, wie gesagt, ich werde sie als Daily Driver nutzen, bis irgendein anderes interessantes Testobjekt kommt. Und insofern kann ich die von meiner Seite wärmstens empfehlen. Wenn ihr sagt, Sport ist euch ziemlich egal, ihr wollt auch nicht schwimmen oder so und GPS braucht ihr schon gar nicht, dann würde ich sagen, dann ist das vielleicht ein bisschen Overkill. Ne? Dann holt euch lieber einen Honor Band 3, ja, oder einen Xiaomi Mi Band 2 und damit habt ihr eine sehr viel bessere Akkulaufzeit und könnt auf den ganzen sonstigen Schnickschnack verzichten. Ja, das war's von meiner Seite. Würde mich mal interessieren, benutzt ihr gerade eine Smartwatch? Was ist euer Favorit? Einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch dieses informativ genug war, dieses Video, würde ich mich über einen Daumen freuen. Ansonsten sehen wir uns die nächsten Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.